Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Last Epoch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, Level 54. Es flutscht, es macht Spaß, es ist großartig. Und es ist so tausendmal besser als Diablo 4. Es ist, ja, ist leider so. Kann man nicht anders sagen. Dieses Spiel entpuppt sich, so je weiter man kommt, wirklich mit so fantastischen Mechaniken, so fantastischen Gedankengängen, die der Entwickler oder die Entwickler hier gehabt haben. Es macht so vieles viel besser als Diablo 4, dass ich euch wirklich dieses Spiel, sofern ihr auf RPG-Spiele steht, wärmstens empfehlen kann, dass ihr euch das unbedingt kauft. Es ist der pure Wahnsinn, dieses Spiel. Es macht so Spaß und es ist einfach eine unglaubliche Freude, was dieses Spiel einem bietet, nachdem wir einfach hier im Gegensatz zu allen anderen Konkurrenten aus diesem Genre unseren Charakter wirklich individuellst ausrüsten bzw. anhand der Skills modifizieren können. Das habe ich in diesem Umfang bei keinem anderen Spiel bisher erlebt. Und das macht auf der einen Seite das Spiel unglaublich komplex, auch gerade was das Crafting angeht, aber auch was die Skills untereinander angeht. Das ist ein purer Wahnsinn. Und das erklärt auch so manches bei mir. Man kommt hier in diese, oder ich speziell komme in diese Spielemechanik. Ich komme zwar rein, aber das dann im Grunde euch Zuschauern wirklich gut zu erklären, das ist gar nicht so einfach, weil die so ineinander greifen und man muss sich wirklich von diesem Standardgenre, sag ich mal, oder von dieser Standardaufzucht, nenne ich es mal, wie es Diablo in seinen Reihen gemacht hat. Ich tue jetzt mal Diablo 2 ausklammern, weil ich würde mal behaupten, Last Epoch ist im Grunde besser als Diablo 2 oder es ist ähnlich wie mit Diablo 2 zu vergleichen. Ein fantastisches Spiel. Diablo 3 war jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, im Gegensatz zu Last Epoch nicht so gut, auch gut, aber nicht so gut. Und Diablo 4 kommt einfach nicht dran. Es ist einfach so. Das Einzige, was man hier wirklich bemängeln oder kritisieren kann, das ist die Geschichte. Die Jungs jetzt bei 11th Hour, die haben halt jetzt nicht so das Geschick, hier uns Cinematics zu bieten, die wir von Blizzard kennen. Da wissen wir, das ist einfach eine Edelschmiede, was aufwendige CGI-Animationen oder generell Storytelling betrifft. Da hat Blizzard einfach die Nase vorn. Da waren die aber immer schon gut, immer schon sehr gut drin. Aber ich denke, es kann ja alles noch werden. Und sie haben hier wirklich einen fantastischen Start hingelegt. Es läuft jetzt auch mittlerweile wirklich gut. Auch die Zonenwechsel laufen jetzt deutlich schneller. Das Einloggen klappt jetzt immer. Und das Gruppenspiel klappt auch. Und somit bin ich super glücklich, dass wir hiermit angefangen haben und ich euch das jetzt hier zeigen kann. Meine Lieben, wir haben den Bild umgebaut. Aber nicht wieder aus meiner Kreation entstanden, sondern ich habe mich an einem neuen Bild auf Max Roll orientiert. Eine Hexenmeisterin, die sich sehr stark fokussiert auf Blutungsschaden, allerdings auch auf andere Schadensarten, die Schaden über Zeit verursachen. Und das macht richtig viel Spaß jetzt mit diesem Bild. Ich bin am Anfang oder in dem letzten Bild, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, das letzte Video, ob wir da noch den Golem hatten. Den Golem habe ich natürlich in die Wüste geschickt. Wir hatten dann aber mit anderen Skills zu tun gehabt und ich habe keinen richtigen Spielfluss reinbekommen. Deshalb habe ich alles über den Haufen geworfen, bin zum Umskiller gelaufen, habe nochmal 20.000 Gold in die Hand genommen und habe komplett umgeskillt und spiele jetzt hier seit ungefähr 7, 8 Leveln diesen neuen Build und der macht wirklich Spaß und kann ich euch wärmstens empfehlen. Wir werden uns im Anschluss an meine Skillpunkte, die ich euch jetzt zeige, wie ich die verteilt habe, werden wir hier am Ende der Zeit nochmal ein Monolith bestreiten. Das habe ich gestern das erste Mal ausprobiert mit einem Kumpel. Und das ist auch wieder so eine Mechanik, die einfach nur cool ist. Ja, so ganz, natürlich, wir haben jetzt einen Monolithen gestern mal gemacht hier mit einem Spezel. Wir haben eine Sache hier mal ausprobiert.
Aber das ist einfach wieder, sind coole Ideen, nichts ist gleich, die Belohnungen sind unterschiedlich. Selbst wenn ihr in eine Gruppe spielt mit mehreren Spielern, kriegt jeder Spieler andere Belohnungen. Das ist ja mega. Also, ja, ich bin schierbegeistert. So, meine Lieben, was hat sich verändert? Vielleicht gehen wir erstmal auf das ein, was wir jetzt gerade sehen. Ihr seht, wir haben hier bei unserer Lebenskugel, haben wir Schutz bekommen. Das hat natürlich mit den neuen Skillpunkten zu tun, die wir anders gesetzt haben, dass wir uns hier eine Schutzbarriere aufgebaut haben. Und der schöne Tooltip besagt ja hier auch, dass wir eben Schutz haben, immerhin 353 an Wert. Und wir haben aber diesen Bild jetzt so konzipiert, oder der ist so konzipiert, dass wenn wir, nachdem wir den kryptonischen Spalt sozusagen gezündet haben, die Geistesseuche auf den Gegner legen, ist das jetzt so geskillt, dass wir über den Geistesseuchenschaden, den wir beim Gegner verrichten, uns eine Barriere aufbauen. Das heißt, unser Schutzwert wird dann noch mehr. Und das ist ziemlich cool bei diesem Bild, weil wir nämlich dann wirklich direkt bei den Mobs, an den Mobs dranstehen können. Das macht uns gar nichts mehr aus. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass wenn Bosse einen beispielsweise oder Gegner einen anspringen und einen stunnen, da muss man ein bisschen aufpassen. Und wenn wir über dieses Stunnen darüber hinaus, wenn wir dann eben physischen Schaden bekommen, das kann manchmal auch ins Auge gehen, aber in der Regel kommt man relativ gut klar. Und wenn einem der Gegner doch mal etwas zu nah zu Leibe rücken sollte, zünden wir einfach unsere Chaoskeile und können dadurch einfach schon relativ gut den Gegner besiegen. So, wir gucken uns das jetzt ganz kurz mal an und dann schauen wir uns hier nochmal im Ende der Zeit uns nochmal einen Monolithen an. Da bin ich sehr gespannt, ob wir das schaffen. Ich denke aber schon. Und jetzt gehen wir vielleicht kurz im Detail mal durch. Widerstände sind als solches relativ gleich geblieben. Wir haben Widerstand der Leere immerhin jetzt schon mal auf 49%. Physisch konnte ich ein bisschen pushen mit 38%, immerhin Blitz 51. Bei Feuer und Kälte und Nekrotisch sind wir am Cap. Cap liegt bei 75%. Darüber hinaus macht es keinen Sinn, eure Widerstände zu pushen, weil dort sozusagen das Ende erreicht ist. Also nicht wie beispielsweise bei Diablo 4 war es ja so, da war das Cap zwar bei, ich glaube auch bei 75 oder war es bei 70%? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, man konnte sogar bis 85%, glaube ich, bei Diablo 4 gehen. Hier ist das Cap bei 75% zu Ende. Das heißt, wenn ihr irgendwo erhöhten Kälte, Feuer, Blitz, Gift, Nekrotisch oder leeren Schaden bekommt, dann eben, wie beispielsweise Feuer hier, würdet ihr immerhin dann nochmal zu 25% Feuerschaden erleiden, weil 75% von diesem eben abgeblockt werden. So, Gesundheitspunkte seht ihr, wir sind bei 908, das ist ganz sportlich, das ist ganz schön, Bewegungstempo 13%. Ist natürlich itemspezifisch, dass man hier vielleicht nochmal drauf achten sollte, dass wir in der Bewegungsgeschwindigkeit etwas höher gehen, um einfach noch agiler zu sein, noch beweglicher zu sein. Ansonsten Mana, seht ihr 204 Mana-Regeneration nach wie vor für unseren Bild unersetzbar. Wir brauchen auf jeden Fall die Mana-Regeneration, die ist ganz, ganz wichtig, weil vor allem unser kryptonischer Spalt, den wir haben, so modifiziert wurde, dass der jetzt sozusagen zu beiden Seiten, also wie einen viel längeren Strahl, oder eine viel längeren Spalt erzeugen, der einerseits sehr viel Mana verbraucht, wenn er gezündet wird und dann während er aktiv ist. Da müsst ihr dann mal später, wenn ich in einem Monolithen unterwegs bin, müsst ihr mal auf meine Mana-Kugel achten, auf meinen Mana-Vorrat achten. Das ist unglaublich, was der an Mana zieht und deshalb ist hier nach wie vor die Mana-Regeneration ist unglaublich wichtig. Ihr solltet schauen, dass ihr diese auf jedem Ausrüstungsteil drauf habt. Ich habe das noch nicht überall, aber ich komme so relativ gut damit klar. Aber hier ist natürlich noch viel Luft nach oben. Intelligenz 50 ist super, Einstimmung ist in Ordnung, Vitalität, ja, ist alles soweit ganz in Ordnung. So, wir gehen vielleicht kurz mal in die passiven Punkte rein.
Ihr habt nach wie vor in dem Akoliten, passiven Akoliten-Skillbaum nach wie vor die 20 Punkte, die auch in den vorigen Videos von uns gesetzt worden sind. Ihr geht mit 8 Punkten in das verbotene Wissen, geht mit 8 Punkten in die Blutaura und geht mit 4 Punkten in die gestohlene Vitalität. So, bei der Hexenmeisterin sieht es jetzt wie folgt aus. Wir gehen mit 5 Punkten in den Seelendieb, mit 5 Punkten in den trotzigen Verfall. Schaden über Zeit wird erhöht um 20% und unsere Gesundheit wird auch nochmal um 20 gepusht. Dann geht ihr mit 5 Punkten in den Blutkessel. Wenn du eine physische Fertigkeit einsetzt und auf Gegnern im Umkreis von 15 Meter zusammen mindestens 25 Stapel Blutung lasten, wirkst du Blut entreißen auf bis zu 5 Gegner in der Nähe und erhältst Blutungsüberladung. Und ihr wisst ja, Blut entreißen war der Skill, den wir am Anfang auf Level 1 sozusagen als Standard schon mal nutzen konnten. Mit Blut entreißen, ja, können wir uns sozusagen hochheilen. Das heißt, hier wird sozusagen ein Heilungseffekt. Stopp. Wo war's? Hier. Hier wird ein Heilungseffekt ausgelöst, automatisch, ohne dass wir diesen Skill ausgerüstet haben und wir halt vom Leben, ja, aufgefüllt werden. Dann geht ihr mit 5 Punkten in Geist des Okkultisten. Du erhältst zusätzliches Mana pro Intelligenzpunkt. Deshalb nach wie vor auch wichtig, neben der Mana-Regeneration, die ihr fokussieren solltet, auf jeden Fall auch einen hohen Intelligenzwert. Dann geht ihr mit 4 Punkten in die purpurne Gunstbeweise. Bei Treffern mit Blut entreißen besteht die Chance, dass Gegner dadurch bluten. Solange Blutungsüberladung aktiv ist, wirkst du jede Sekunde Blut entreißen auf einen Gegner in der Nähe. Also wir kriegen hier einfach nochmal zusätzlichen Heal. So, dann gehen wir mit 5 Punkten in die grauenhafte Rüstung. Rüstungswert wird erhöht und die Gesundheit wird erhöht. Um jeweils 50 gehen mit 5 vollen Punkten in den Schutz der Boshaftigkeit. Du erhältst zusätzliche Schutzverfallgrenze und erhältst Schutz bei Tötung. Ja, also wir können dadurch einfach unsere Schutzbarriere enorm nach oben treiben. So, dann haben wir 2 Punkte momentan in Unverderblich. Unsere Vitalität wird um 2 erhöht. Und der Schutz verfällt nicht unterhalb unserer Schutzverfallschwelle und Schutz unterhalb der Schwelle trägt nicht zur Verfallsrate bei. Zum Beispiel, wenn du eine Schutzverfallsschwelle von 500 hast, wird der Schutz nicht unter 500 fallen. Das heißt, wir haben eigentlich eine permanente Barriere dann dran, die zumindest 500 Schutz uns gewährt. So, dann geht ihr mit 5 Punkten, habe ich das gemacht? Ja, mit 5 Punkten in die dunkle Schutze. Du nimmst weniger Schaden pro einmaligen Fluch auf dem Ziel. Wir werden ja mehrere Flüche auf den Gegner sozusagen setzen und kriegen dadurch einfach weniger Schaden. Immerhin hier pro Fluch seht ihr Schaden pro Fluch auf Ziel um 2% weniger erlittener Schaden. Mit 5 Punkten rein. Dann geht ihr mit 5 Punkten in Verwelken. Die Verwelkenchance bei Treffern betrifft 100%. Jeder Stapel von Verwelkend erhöht den durch Flüche erlittenen Schaden um 10%. Hält 3 Sekunden lang an und ist bis zu 20 Mal stapelbar. So, wir müssen, ihr geht hier dann noch mit einem Punkt rein in die eindringende Finsternis. Wirkst du eine Fluchfertigkeit direkt, werden zusätzlich mehrere Gegner um den Zielort herum mit Qualen belegt. Also sozusagen ein weiterer Fluch. Wollen wir mal Alt drücken. Qualen ist ein Fluch, der 10 Sekunden lang anhält, bewirkt, dass das Ziel im Laufe der Zeit 15% weniger Schaden verursacht, also dort bekommen wir sozusagen eine Schadensreduktion spendiert und fügt allen betroffenen Feinden nekrotischen Schaden zu, wenn du einen Feind tötest. Es kann nicht gestapelt werden, aber wir erhalten hier, wie gesagt, eine Schadensreduktion. So sieht's aus. Und die nächsten Punkte, wir sind jetzt Level 54, die gehen... Ich glaube, dass wir den noch voll machen müssen. Und wir müssen den hier komplett auf 10 voll machen. Da kriegen wir ja dann nochmal Intelligenz dazu und Vitalität. Und das sollten wir noch komplett den bösartigen Körper mit 10 Punkten füllen. So, jetzt kommen die aktiven Skills.
Bei den aktiven Skills. Oh, ich kann hier eine Sache weitermachen, aber muss ich gucken, welche. Also, wir haben einerseits, wir spielen mit der Geistesseuche. Die ist unabdingbar, die braucht ihr auf jeden Fall. Die bringt unglaublich viel. Ihr macht die Punkte wie folgt. Geht von der Mitte aus erstmal auf die Pest mit 2 Punkten. Ich lese es jetzt nicht mehr vor, ihr könnt es zur Not hier auch lesen. Ich habe es ein bisschen mit der Stimme, sonst kann ich später überhaupt nicht mehr sprechen. Dann geht ihr mit 2 Punkten in den Blutverlust. Geht mit jetzt momentan 2 Punkten in Ausbluten, müssen aber ausbluten jetzt im Laufe der nächsten Level. Wir müssen den voll machen, also noch mit 3 Punkten. Blutung verursacht durch Geistesseuche, hat zusätzliche Blutungsdurchdringung, aber du wirst jetzt auch von Blutungen betroffen. Das hört sich erstmal negativ an. Ich habe als solches jetzt noch keinen großen Blutverlust, sage ich mal, feststellen können. Also, dass wir irgendwie hier deutlich Schaden erleiden, habe ich noch nicht feststellen können. Mal gucken, wie das auf Rang 5 ist. Und dann müssen wir diesen hier auch noch voll machen. Verunreinigung, du erhältst Mana, wenn Geistesseuche einen Feind tötet. Das ist natürlich sehr praktisch, dass wir über die Geistesseuche Mana sozusagen regenerieren können, weil gerade der ketonische Spalt, der doppelte zumindest, der unglaublich viel Mana uns kostet. Dann geht ihr mit 5 Punkten in die Schnittwunde. Du hast eine Chance, Blutung hervorzurufen, wenn du einen Gegner triffst, der von Geistesseuche befallen ist. Geht mit 2 Punkten in die Seuchenexplosion. Du hast eine Chance, Geistesseuche zu verbreiten, wenn du einen befallenen Feind triffst. Und geht mit 3 Punkten in die verfaulene Genesung. Du erhältst Schutz, wenn du einen von Geistesseuche befallenen Feind triffst. Und das ist richtig, richtig cool. Wir machen mit dem ketonischen Spalt, ist unser Opener. Wir verursachen dadurch schon mal enormen Schaden. Gegner läuft auf uns zu. Wir platzieren den Spalt so, dass der Gegner sozusagen längs über den Spalt laufen muss, eigentlich uns dann gar nicht mehr treffen kann, weil er vorher schon verreckt. Falls er doch uns zu nahe kommt, setzen wir im Grunde gleich, wenn er über den Spalt läuft, setzen wir Geistesseuche. Dann, also im Grunde ist er dann im Nu platt. Sofern er doch uns zu nahe kommen sollte, zünden wir die Chaoskeile, habe ich euch vorher schon gesagt. Und wir bauen gleichzeitig eine Schutzbarriere auf, wenn wir Geistesseuche eben auf den Feind legen oder auf mehrere Feinde legen. Ist richtig cool, wir können richtig, richtig durch die Gegnerhorden durchbrettern. Macht richtig Spaß. So, habe ich irgendwas vergessen? Nein. So, der ketonische Spalt sieht wie folgt aus. Ihr geht vom ketonischen Spalt erstmal nach rechts in den Tod von unten. Ketonischer Spalt verursacht mehr Schaden. Dieser Effekt verdoppelt sich, sofern du verflucht bist. Also, wenn wir einen Fluch bekommen, dann würde sich dieser Schaden verdoppeln. Dann haben wir Mantel aus Flammen. Der Spalt erhält einen Prozentsatz deiner globalen Chance auf Entzündung bei Treffer als Chance auf Entzündung pro Sekunde. Außerdem bietet der Spalt über eine Basischance, jede Sekunde Gegner zu entzünden. Machen wir also Feuerschaden. Dann geht ihr links gesehen auf die fragile Kruste mit 3 Punkten. Ketonischer Spalt verbraucht weniger Mana, das ist schon mal sehr gut, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Ein Teil seiner Mana-Kosten wird erstattet, wenn sich zum Zeitpunkt des Wirkens innerhalb von 20 Metern ein verfluchter Spieler, seltener Gegner oder Boss befindet. Das ist sehr schön, dass hier auch Bosse genannt werden. Dieser Effekt wird auch dann aktiviert, wenn du verflucht bist. Also ist es eigentlich eine Win-Win-Situation. Dann gehen wir mit 2 Punkten in das tödliche Feuer. Folterst du einen entzündeten Gegner, werden alle deine entzündeten Stapel auf ihm auf mehrere Gegner in der Nähe weitergegeben. Brauche ich nicht erklären, ist einfach nur noch geil. So, dann kommen wir auf die stygische Strömung. Aus dem Spalt treten häufiger Geister aus. Da machen wir auf jeden Fall voll. Gehen mit 3 Punkten in den chaotischen Aufbruch. Es besteht die Chance, dass Geister durch ein Wirken von Chaosbolzen ersetzt werden, das einen Teil ihrer Mana-Kosten verbraucht und mit deinen Chaosbolzenbaum skaliert. Bei auf diese Weise gewirkten Chaosbolzen besteht die Chance, dass sie über keine Zusatzprojektile verfügen. Das macht ihr auf jeden Fall und das hier ist der Oberburner. Von Finsternis und Flammen macht ihr voll. Ketonischer Spalt erzeugt nun einen zweiten Spalt in entgegengesetzter Richtung.
der ebenfalls Geister wirkt. Gegner können Schaden durch beide Spalte erleiden, wenn sie auf beiden stehen. Allerdings verbraucht teutonischer Spalt wesentlich mehr Mana. Das werde ich euch zeigen, wie krass unser Mana da flöten geht, weswegen auch die Mana-Regeneration so unglaublich wichtig ist für diesen Bild. So, ich glaube sogar grundsätzlich für jeden Hexenmeister oder für jede Hexenmeisterin, wenn man diese eben spielt, brauchen wir, glaube ich, eine unglaublich hohe Mana-Regeneration. So, dann kommen wir zu den Chaos-Keilen. Da geht ihr als erstes hier zum Chaos verdammt rein. Das muss im Endeffekt auch noch, glaube ich, voll gemacht werden mit 5 Punkten. Bei Treffern mit Chaosbolzen besteht die Chance, dass Gegner verdammt werden. Geht dann runter auf blutige Reverie. Muss ich wieder ein bisschen aufpassen wegen meiner Stimme. Geht mit einem Punkt in die erzwungene Opfergabe. Mit 2 Punkten in die Rechtfertigung des Verhängnisses, heißt das wahrscheinlich. Geht mit 2 Punkten in die Verschlinge der Verdammten. Triffst du verfluchte Gegner mit Chaosbolzen, stellst du Lebenspunkte und Mana wieder her. Must have. Geht mit einem Punkt in verfluchtes Blut. Treffer mit Chaosbolzen frischen die Dauer deiner Flüche auf, ihnen wieder auf und gewähren dir pro Fluch Lebenspunkte. Haben wir also wieder was, was unser Leben pusht. Ein Punkt in ein weiterer Fluch. Triffst du verfluchte Gegner mit Chaosbolzen, wirkst du Knochenfluch an ihrem Standort. Das ist cool. Das haben wir zwar hier ausgerüstet, logischerweise, weil wir den Knochenfluch als solches ja auch noch modifizieren, aber wir eben durch die Chaoskeile wird sozusagen prockt Knochenfluch. Das ist mega. So, dann haben wir die blutige Reverie, die eine große Basisschaden von Chaosbolzen wird zu einem physischen Schaden umgewandelt. Achtung, entsprechend skaliert dieser Schaden mit Erhöhungen des physischen Schadens, aber nicht mit Erhöhungen des Nekroseschadens. Das erklärt auch die Frage, die ich mir immer gestellt habe, warum manch einer als Ausrüstungsteil, als Waffe beispielsweise, einen Stab jetzt mit sich führt oder einen Zweihandstab, wo physischer Schaden drauf ist, wo Nahkampfschaden drauf ist, wo ich mir dachte, hä, passt doch gar nicht zusammen, wir sind doch eine Art, ja, Magier, Zauberer, der eigentlich Zauber wirkt, aber das hier, wie gesagt, ja, das macht das dann Sinn. Allerdings, das gibt es noch mit, auch mit Feuerschaden und da ist es eben, kommen wir aber gleich dazu, da müsst ihr einfach drauf achten, da seht ihr jetzt, Chaosbolzen haben nicht mehr die Angabe nekrotisch, sondern physisch. Das bedeutet jetzt aber, wenn wir diesen Wert pushen wollen, müssen wir in den Nekroseschaden investieren und nicht in den physischen Schaden. Genau. So, dann haben wir, gehen wir mit einem Punkt in ein Grab für 2. Da werden wieder Lebenspunkte hergestellt. Geht mit einem Punkt in der Brand, wirkst du Chaosbolzen direkt, verlängert sich die Dauer deiner aktiven chronischen Nochmal. Wirkst du Chaosbolzen direkt, verlängert sich die Dauer deiner aktiven ketonischen Spalte und Inferno-Schatten. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit von 3 Sekunden. So, geht dann mit einem Punkt in Manie in Flammen. Bei Treffern mit Chaosbolzen besteht die Chance, dass Gegner entzündet werden. Entzünden verursacht für 2,5 Sekunden Feuerschaden über Zeit und ist unbegrenzt oft stapelbar. Das ist ja mega. So, dann geht ihr mit einem Punkt in Ruf von Morditas. Der Feuerbasisschaden von Chaosbolzen wird zum Kälteschaden umgewandelt. Jetzt wird's immer besser. Entsprechend skaliert dieser Schaden mit Erhöhungen des Kälteschadens. Also wenn wir dann Ausrüstungsteile tragen, die den Kälteschaden pushen, fließt dieser hier mit ein. Aber nicht mit Erhöhungen des Feuerschadens. Achtung! Also ihr müsst wirklich am Ende der Fahnenstange sozusagen gucken, okay, wie werden jetzt diese Chaosbolzen behandelt? Machen wir Feuerschaden, dann dürfen wir natürlich hier keinen Punkt setzen, müssen dann aber auch in Feuerschaden Ausrüstungsteile finden, die den Feuerschaden nochmal erhöhen. Oder gehen wir eben hier in den Kälteschaden? Dann müssen es Ausrüstungsteile sein, die den Kälteschaden erhöhen. Feuerschaden würde euch dann nichts mehr bringen.
Chaosbolzen haben nicht mehr die Angabe Feuer, sondern Kälte. So, dann haben wir ja Qual der roten Tundra. Für jeden Prozentpunkt Kältewiderstand ohne Obergrenze haben Treffer mit Chaosbolzen eine höhere Chance auf Einfrieren. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, beziehungsweise bin diesem Bild gefolgt auf Max Roll, weil für mich es interessanter ist, dass der Gegner eingefroren wird. Dadurch habe ich eine höhere Crowd Control, kann ihn besser kontrollieren, anstelle dass er jetzt nur irgendwie entzündet wird, aber ja trotzdem an mir dran steht, beispielsweise. Deshalb Kälteschaden. So, ich glaube, wir sind hier durch. Meine Stimme versagt fast, aber ich denke, wir werden es schaffen. Habe ich euch das gesagt, erzwungene Opfergabe? Nee, das habe ich euch nicht gesagt. Den macht ihr natürlich auch voll. Bisher eh nur ein Punkt. Treffen von flüchtige Umkehr haben je nach Intelligenz eine Chance, Blutentreißen auf Ziele zu wirken. Dieser Effekt kann maximal zweimal pro Sekunde auftreten. Den macht ihr noch voll. Und dann schauen wir uns jetzt Blutentreißen an. Blutentreißen wie folgt. Ihr geht mit zwei Punkten in die Arkane Absorption rein. Wenn du Blutentreißen direkt wirkst und mindestens einen Gegner triffst, erhältst du für 6 Sekunden zusätzlichen Zauberschaden. Dieser Effekt ist stapelbar. Must have. Ein Punkt, Geistentreißen. Der physische Basisschaden von Blutentreißen und Blutexplosionen werden in Nekroseschaden umgewandelt. Folglich skaliert dieser Schaden mit Erhöhungen des Nekroseschadens. Ja, also wir müssen nach wie vor Nekroseschaden pushen, Kälteschaden pushen, Giftschaden pushen, Blutungsschaden pushen, Schaden über Zeit pushen, im Allgemeinen. Okay. So, und dann gehen wir hier in die Arkane Festung. Blutkugeln gewähren jetzt Schutzschild anstelle von Lebenspunkte, der Hälfte der Lebenspunkte entspricht, die sie wiederhergestellt hätten. Wir wissen, einmal über Geistesseuche können wir eine Schutzbarriere aufbauen und wir können hier auch entsprechend über Blutkugeln, die jetzt anstelle unser Leben sozusagen wieder regenerieren würden, auffüllen würden, bekommen wir anstelle dessen Wiederschutz. Ist mega. So, und dann nach links gehen wir zweimal in Hämomant rein. Blutentreißen hat erhöhtes Zaubertempo, das ist immer gut. Gehen mit 5 Punkten in die spritzende Wunde. Treffer mit Blutentreißen haben eine Chance, Gegner zum Bluten zu bringen. Brauchen wir. Schaden über Zeit, egal in welcher Form. Man könnte hier auch noch auf die entzündliche Wunde gehen, dann würden wir würde das in eine Vergiftungschance umgewandelt werden, aber brauchen wir für diesen Bild nicht. Blutungsschaden ist super. So, dann gehen wir mit 5 Punkten noch in das Löschen rein. Blutkugeln gewähren zusätzliche Lebenspunkte und die Blutkugel kehrt schneller zurück. So, inwieweit sich jetzt diese Skillbäume noch weiterentwickeln, werdet ihr natürlich dann in den nächsten Videos von mir erfahren. Ich glaube, da kommen noch einige Punkte dazu. Wir sind ja auch erst Level 54 und da bin ich sehr gespannt, was uns noch erwartet. So, dann zuletzt haben wir noch den Knochenfluch. Da haben wir noch einen ungenutzten Punkt. Ich muss mal gucken, wo der hinkommt. Ich glaube, dass er hier drauf kommt, aber ich lasse es jetzt erstmal, bevor ich mich hier verklicke. Ihr geht auf jeden Fall mit 2 Punkten in die Eiserne Jungfrau. Knochenfluch verursacht mehr Schaden. Geht mit 2 Punkten in die Verteidigung Schänden. Knochenfluch hat eine Chance, die Rüstung des Gegners zu verringern. Das ist natürlich super. Je reduzierter die Rüstung des Gegners, desto mehr Schaden machen wir. Geht mit einem Punkt erstmal in den Knochenmarkdieb. Wenn du einen von Knochenfluch betroffenen Feind tötest, hast du eine Chance für kurze Zeit, Knochenrüstung zu erhalten, die Rüstung gewährt und weniger erlittener Schaden verursacht wird. Ist super. Dann gehen wir mit einem Punkt in Siegel der Sterblichkeit. Knochenfluch verwendet für 2 Sekunden Tötungsmal an, verbraucht jedoch mehr Mana. Machen wir mal weitere Informationen, alles weiß ich auch nicht auswendig. Tötungsmal ist ein Fluch, der alle Widerstände für 8 Sekunden um 25% verringert. Hallo? Wie geil ist das denn? Ist ja mega. So. Zerhacktes Fleisch, 5 Punkte. Der Knochenfluch hat eine Chance, bei Gegnern eine Blutung zu verursachen. Ja, schon wieder. Blutung, 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 Blutung. Haha, mega. Macht richtig Spaß. So. Stimme ist jetzt fast weg. Deshalb schauen wir mal kurz. Das habe ich euch gesagt. Den Punkt vergeben wir dann irgendwann. Das sage ich euch dann, wie es generell ausschaut, im nächsten Video. So, wir sind durch und die Stimme ist weg. Also.
dann zeige ich euch jetzt noch kurz die Götzen, die wir haben. Wir haben nämlich hier wieder ein paar Götzenfelder dazu bekommen. Ja, was soll ich jetzt da groß sagen? Ihr seht, hier, Kälteschaden erhöhen wir. Dieses Diener-Kälteschaden ist natürlich doof. Das ist bei ganz vielen Einser- und Zweier-Götzen ist das drauf. Wenn es euch möglich ist, versucht es irgendwie auszusortieren, dass ihr den Diener-Kälteschaden einfach hier nicht euch anlegt. Es wird hier einfach ein Affix dann eben unbrauchbar, wird nicht genutzt, ist natürlich doof. Hier haben wir das auch wieder drauf. 9% Chance auf Verursachung von Seuche bei Treffer, 9% Giftdurchdringung mit Seuche, 20% Vergiftungschance bei Zaubertreffer. Ist natürlich super. Machen wir Giftschaden auch noch. Gesundheitserhöhungen, hallo. So, elementarer Widerstand. Also, ich denke, hier kann man nicht viel falsch machen, aber das ist individuell. Könnt ihr natürlich so machen, wie ihr wollt. So. Ausrüstung ist, wieso wird denn das mir nicht angezeigt? Jetzt, hallo, Tooltip. Danke. Ja, alles noch beim Alten geblieben. Alter Helm. Ja. Hier, das habe ich mir neu gemacht. Da haben wir 21% erhöhte Mana-Regeneration, 14% erhöhte Castgeschwindigkeit. Das fand ich gut. 19% erhöhter Feuerschaden. Was ja auch wiederum den Kryptonischen Spalt beispielsweise anbelangt, der ja auch die Gegner entzünden kann. Das heißt, der Feuerschaden nützt uns hier auf jeden Fall. Wieso wird denn das jetzt nicht mehr angezeigt hier? Hallo? Eieiei. Der ist noch der Alte, den kennt ihr. Rüstung ist, glaube ich, auch neu. Elfintelligenz ist super. Da haben wir auch nochmal Castgeschwindigkeit drauf und nochmal 18% erhöhte Mana-Regeneration. Ja, Gesundheit wird ein bisschen gepusht. Hier haben wir auch nochmal Intelligenz. 23 Schutz pro Sekunde bekommen wir hier bei diesem Nebenhand-Item. Haben 63% erhöhten nekrotischen Schaden, 35% erhöhten Zauberschaden, Ausweichwertung und kriegen hier auch nochmal 8 Schutz pro Sekunde. Ringe sind wir. Ja, Standard haben wir da auch nochmal Mana-Regeneration. Ja, oben 10% seht ihr. Beim Gürtel, glaube ich, haben wir auch Mana-Regeneration drauf. So ist es, 17% und 58% erhöhte Kälteschaden. Da haben wir immer noch die legendären Handschuhe Habgier. Ist ganz, ganz praktisch. Denke ich, wird irgendwann aber auch ersetzt werden, wenn wir vielleicht nochmal was Besseres bekommen. Stiefel mit Intelligenz und Einstimmung, Widerstand der Leere, erhöhte Abklingzeitreduktion und bei unserem Relikt haben wir auch nochmal Intelligenz, erhöhten Zauberschaden, nochmal 22% erhöhte Mana-Regeneration und ein paar Widerstände. So, meine Lieben, wir schauen uns jetzt einen Monolithen an und, vielleicht gehe ich kurz noch die Skills durch. Roter, ganz klar, ketonischer Spalt. Dann sofort die Geistesseuche wird auf den Gegner gelegt, sofern er uns zu nahe kommt. Zünden wir noch Chaoskeile, da müssen wir allerdings ein bisschen aufpassen. Gerade während der ketonische Spalt ausgeführt wird, werdet ihr jetzt gleich sehen, wird unser Mana unglaublich stark belastet, unseren Mana-Haushalt. Chaoskeile wirklich nur im Notfall zünden. Wenn wir ausweichen müssen, weil wir irgendwie vom Gegner AOE-Damage bekommen oder in irgendwelchen Pützen drin stehen oder einfach prinzipiell schnell ausweichen müssen, weil wir wissen, wir haben einen Gegner, der uns gerne anspringt, uns gerne betäubt, dann benutzen wir die Transplantation, die liegt bei mir auf der rechten Maustaste, dass wir einfach hier schnell interagieren können, schnell agieren können. Und was so ein bisschen vielleicht, ich habe ihn noch nicht häufig benutzt, aber was so ein bisschen vielleicht auch so eine Exit-Strategie ist, ist unser Heidenschleier. Wir haben diesen als solches ja im Skillbaum nicht weiter modifiziert. Aber dort haben wir zumindest die Möglichkeit, dass wir eben für 2 Sekunden sozusagen einfach eine Schadensreduktion bekommen. Gerade wenn wir irgendwo im Dreck stehen oder so, dass wir da schnell raus müssen oder von zu vielen Seiten zu vielen Gegner behagt werden, dass wir eben hier nochmal einen Schutz haben. Ich benutze das wirklich defensiv hin und wieder. So oft benutze ich es nicht, weil wir so unfassbar vielen Schaden verrichten.
So, wir gehen jetzt mal auf einen Monolithen des Schicksals, gucken uns das mal an. Und das Tolle ist, dass wir hier wirklich ganz unterschiedliche Belohnungen auch haben. Also ihr werdet einen Monolith, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt gehen wir erstmal hier rüber, dann kann ich euch das besser erklären. Wie gesagt, ich bin auch ganz frisch drin. Wir haben es gestern erst einmal gemacht. Ihr habt hier so ein Konstrukt. Das klickt ihr an. Und dann wird euch sozusagen angezeigt, das haben wir gestern gemacht, das habe ich gestern gemacht. Und da seht ihr jetzt beispielsweise in der Echo-Information verschiedene Einstellungen, die vorgegeben sind. Hier beispielsweise, was wir gestern gemacht haben, Gegner haben 30% Ausdauer, dann von den Spielecharaktermodifikatoren, wir haben 12% erhöhte Gegenstandsseltenheit, 8% erhöhten Erfahrungsgewinn, also gerade auch wenn ihr Monolithen macht und das vielleicht auch noch in der Gruppe macht, dann könnt ihr unglaublich schnell auch leveln. Und als Echo-Belohnungen seht ihr hier beispielsweise, hier wäre natürlich für einen Jäger sehr interessant gewesen. Wir bekamen gestern seltene Bögen und Köcher, Zeitlinienstabilität und bis zu 22 Bonus Zeitlinienstabilität. So, was machen wir? Ach, das haben wir auch schon gemacht hier. Das haben wir auch gemacht und die Belohnungen sind immer unterschiedlich. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen. Gegner haben 25% auf alle Widerstände, erhöhte Gegenstandsseltenheit, okay, 5% erhöhter Erfahrungsgewinn. Wir bekommen Runen. Okay, haben wir irgendwo was, wo wir auch mal, okay, Affixsplitter. Was können wir denn noch machen? Das könnten wir noch machen. 8% erhöhter Erfahrungsgewinn, okay. Was haben wir hier? 6% erhöhter, okay. Dann gehen wir mal auf die 8%. Nehmen wir jetzt einfach mal das hier und dann macht ihr Start. Dann zeige ich euch jetzt noch ein bisschen Gameplay und was vielleicht dann auch für euch interessant ist. Ich werde dann die Aufnahme pausieren, werde das soweit durchspielen, bis wir dann sozusagen den Endcontent, also dieses Level abgeschlossen haben. Meistens habt ihr hier eine Leiste, je mehr Gegner ihr einfach tötet, füllt sich diese Leiste sozusagen. Und wenn die voll ist, könnt ihr sozusagen über mittels Linksklick, könnt ihr ein Portal öffnen, wo ihr dann im Grunde dieses Level abschließt, landet dann bei dem Belohnungshändler, nenne ich es mal, und der ist jedes Mal unterschiedlich. Wir hatten letztens zum Beispiel einen Gambler gehabt, da habt ihr dann im Grunde, ihr habt Ressourcen gesammelt, Punkte gesammelt und konntet dann über diese Punkte bei diesem Gambler euch Ausrüstung kaufen und diese Ausrüstung wird ja dann auch nochmal gewürfelt und da sind 3 oder 4 legendäre Sachen bei mir rausgekommen. Also das war echt cool, hat Spaß gemacht, aber jeder Belohnungshändler ist wiederum anders, was den Wiederspielwert auch wieder erhöht. Es ist einfach geil gelöst. So, wir werden jetzt hier ein bisschen, werde ich euch mal zeigen. Ich zeige euch jetzt mal, da ist schon der Gegner, ich zeige euch jetzt mal den kryptonischen Spalt und dann achtet ihr mal, was der für Mana frisst. Das ist brutal. Also ihr seht, wir brauchen eine hohe Mana-Regeneration, gerade wenn wir 2 hintereinander zünden. Wir können zwar 2 parallel nicht nutzen, weil einer wird nach 2 Sekunden ausgeblendet, aber natürlich ist der Anfangsverbrauch des Manas ist dann schon gegeben und da muss man ein bisschen aufpassen. So, wie gesagt, ketonischer Spalt und sofort Schattenseuche, sofort Geistesseuche. Muss ich auch nicht reden, ist das mal angenehm. Von den Ausrüstungsgegenständen, die man hier bekommt, das ist ein bisschen
Das finde ich ein bisschen blöd, dass wir ja auch so, wenn wir Epoch ganz normal, lass Epoch ganz normal jetzt spielen in der Welt, sage ich mal, dass es hier eben leider nicht so ist, wie beispielsweise wie bei Diablo 4, dass wenn das Inventar einfach voll ist, dass wir schnell mit dem Town Portal in die Stadt reisen, das Zeug verkaufen, zurückkommen und den restlichen Loot einsammeln können. Das ist halt hier blöd, weil die Levels sozusagen jedes Mal wieder neu aufgebaut werden. Man muss bereits erkundete Bereiche eigentlich wieder erkunden. Ist nicht optimal, ist aber, ja, mein Gott, ist halt die Entscheidung gewesen. Ich kann damit leben. Ich habe deshalb auch jetzt kein Beutefilter als solches mir angelegt, weil ich es schon sehr entspannend finde, dass man über die Ausrüstungsteile, die ja einfach so rumliegen, man kriegt den Tooltip gleich angezeigt und somit brauche ich auch erstmal keinen Beutefilter. Sonst ist das Inventar im Nu voll gefüllt und ja, ich glaube eher gegen Ende, wenn man dann genau weiß, okay, wir brauchen diese Affixe einfach priorisieren, kann man das entsprechend in den Beutefilter einstellen und dann geht man ja gezielt wirklich auf Items, die man einfach braucht und dann ist das für mich angenehm. Ihr seht auch diese Dicken oder so, wenn die dann auf euch zu laufen oder so, die kriegen, wenn ihr, und ich tue ja die drei nicht einzeln drücken, sondern ich halte diese Taste gedrückt und gehe dann mit der Maus im Grunde nur, was die Selektion betrifft und ihr seht, wie schnell diese Gegner fallen und ihr seht, achtet mal darauf, was die für Dots alle bekommen, also was, wie wir den Gegner eigentlich zudotten, das ist unfassbar, das ist unglaublich. Also gerade bei großen Gegnern, bei den kleinen sieht man es nicht, weil sie einfach zu schnell sterben. So, und da hat man es jetzt nicht gesehen durch die ganzen tausend Sachen, die hier droppen. Sehr unglaublich. Lassen wir mal liegen. Doch, achtet mal auf die Dots. Das sind ja gefühlte 12, 13 Dots, die dieser Gegner bekommt und eigentlich überhaupt keine Chance hat, uns irgendwie zu schaden. So, was haben wir denn hier? Was Schönes, was Lilanes. Kleriker, Messing-Amulett der Reflexion. Elementarschaden, Blitzwiderstand, physischer Widerstand, erhöhte Heilwirkung. Ja, nehmen wir mal mit. So lila Sachen, die nehme ich dann schon mit. Da habe ich auch schon erheblich viele gefunden. Was ist denn das hier? Und hier seht ihr jetzt die Stabilität, die wir sammeln müssen. 8 von 22. Dieser Streifen füllt sich jetzt allmählich, je mehr Gegner wir plätten. Also ihr seid nicht gezwungen, alle Gegner in einem Level zu plätten, aber man macht es natürlich, weil man ja auf guten Loot hofft, auf irgendwelche Zufalls, Random Drops hofft, die dann gute Beute, auch mal was Legendäres beispielsweise fallen lassen. Das füllt sich halt langsam. So, was müssen wir machen? Müssen wir das anklicken? Oh. So, Exit-Strategie, kurz die Kugel. Der ist weg. So, da haben wir eine Kriegsaxt. 119% erhöht kritische Trefferchance. Das ist natürlich für einen Damage-Dealer, ist das ja mega. Für einen Krieger oder irgendwas. Barbaren. Okay, damit haben wir das aktiviert. So, meine Lieben, bevor das Video zu lang wird, machen wir das jetzt so. Ihr habt es ein bisschen gesehen. Ihr habt gesehen, was wir für unfassbar viele Dots auf den Gegner drauflegen. Hier ist nochmal so ein schöner Gegner. Und er ist schon wieder Geschichte. Geht ganz, ganz schnell. Ratzfatz.
Taste. Und weg. Also ein wirklich, wirklich sehr entspanntes Spielen. Macht Spaß. Meine Lieben, wir machen es jetzt so, wir pausieren jetzt hier. Ich melde mich gleich, wenn ich hier die Stabilität komplett erreicht habe, dass ihr einfach auch mal seht, was wir dann beim Händler oder was wir dann als Belohnung sozusagen bekommen. Und dann könnt ihr euch das noch sehen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao. So, meine Lieben, zurück. Ich habe da was verwechselt. Das tut mir an dieser Stelle sehr leid. Also wir sind jetzt am Ende von einem Monolith, den wir gemacht haben. Ich habe das jetzt verwechselt mit der Mechanik, wenn ihr einen Dungeon macht. Das machen wir in einem Video mal. Zeige ich euch mal, wenn wir einen Dungeon machen. Da ist es dann so, dass wir eben unterschiedliche Belohnungshändler am Schluss haben. Also auch nicht die Spiele. Unterschiedliche Belohnungshändler. Hier haben wir jetzt im Grunde einen Monolith gemacht. Jetzt gibt es hier die allgemeine Truhe, je nachdem, wenn ihr mit einer Party spielt. Und hier die entsprechenden Belohnungen, die am Anfang des Monoliths sozusagen dem jeweiligen Spieler, also uns, ausgegeben worden sind, was wir an Echos bekommen. Das ist dann individuell, je nachdem mit wie vielen Leuten ihr spielt, jeder bekommt da was anderes. Das macht aber auch so ein bisschen den Reiz aus. Und natürlich, wenn ihr dann innerhalb einer Gruppe zusammenspielt, habt ihr ja auch die Möglichkeit, dass ihr untereinander Handel betreiben könnt. Also Achtung, das geht nur, wenn ihr innerhalb einer Gruppe zusammenspielt, könnt ihr aktiv euch Dinge sozusagen, könnt ihr austauschen. Das funktioniert dann über diese Geschenke-Option. Wenn ihr dann im Inventar seid beispielsweise und jetzt in der Gruppe seid, könntet ihr hier eben Geschenke drücken und packt da euren Ausrüstungsgegenstand eben rein. Und je nachdem, mit wem wir eben spielen, können wir das dann dem jeweiligen Spieler sozusagen direkt in sein direkt schenken und er kann es eben zu sich aufnehmen. Das funktioniert nicht, wenn ihr außerhalb der Gruppe seid oder andere Sachen bereits irgendwo anders mal ergattert habt. Ihr könnt diese dann nicht eurer Party zur Verfügung stellen, sondern immer nur dann, wenn ihr aktiv in einer Gruppe spielt und da entsprechend Loot euch fallen gelassen wurde, den könnt ihr dann mit eurer Party sozusagen teilen. So, oder eurem jeweiligen Crewmitglied dann eben schenken. So, ihr klickt dann hier drauf. So, da haben wir jetzt die Splitter bekommen, die uns vorher ja auch angezeigt worden sind. Die werden wir jetzt noch schnell hier aufsammeln und unserer Materialliste zukommen lassen. Hier haben wir dann meistens einen Schmied, wenn man so will, oder einen Händler, wo wir unsere alte Ausrüstung eben verkaufen können. Gehen wir mal da ganz kurz durch. Die brauche ich. Was ist das? Nahkampf, Zauber, Mana. Physischer, na, 73 Chance auf Gift. Ui. Und Entzündung. Ui, der ist gut. Der ist gut. Der ist doch mal richtig lecker. Der ist mal richtig gut. Hauen wir das andere Zeug mal weg. Barrierechance, Relikt. Brauche ich das? 14 Mana. Nee, das brauche ich nicht. Waffen, die haben es echt schön designt. Hört man sehr gut. So, das brauchen wir auch nicht. Das kann weg. Weg. Okay. So, dann haben wir jetzt hier die Sachen. 26% erhöhte Mana-Regeneration. Das ist sportlich. 26% ist super. Mal gucken, wo hatten wir denn? Da hatten wir 10. Hier hatten wir gar keine drauf. Was ist denn hier drauf? Einstimmung, nekrotischer Schaden, Gesundheit, elementarer Widerstand. Schergenschaden? Nö. Mana? Nö. Den hauen wir weg. So. Jetzt schauen wir nochmal hier rein, was wir hier bekommen. Splitter und blaues Zeug. Das schaue ich mir in Ruhe, aber ich denke, das blaue Zeug werde ich so oder so wahrscheinlich verkaufen. Aber der Stab ist schön. Ja, den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. So, meine Lieben, das sollte es gewesen sein. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Eine Sache noch in eigener Sache. Wenn euch mein Content gefällt, würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr mir ein Abo hinterlässt. Ich möchte halt weiter wachsen
Und es ist und bleibt für euch kostenlos, diese Videos alle anzugucken. Es steckt ein Haufen Arbeit drin, diese Videos zu machen. Ich mache sie aber gerne und würde mich dann einfach sehr freuen, wenn ihr mir einfach auch ein Abo hinterlässt, dass ich eben auch weiter wachsen kann und dadurch mir natürlich auch sich neue Möglichkeiten ergeben. Ansonsten für die jetzt schon entstandenen Abonnenten vielen, vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. Das macht mir unglaublich viel Spaß und dann eben auch noch mehr, wenn ich auch irgendwo sehe, dass meine Arbeit oder hier meine Videos auch gewisse Früchte tragen, dass ihr es mir damit dankt, dass ihr eben meinen Kanal abonniert. So soll das sein, so macht Spaß und so kann es weitergehen. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wir sind jetzt aktuell Level 56. Ich peile jetzt einfach mal an. Ja, ich würde jetzt mal sagen, so die 70. Wir sehen uns wieder, wenn ich 70 bin. Dann wird sich mein Bild dahingehend auch wieder ein bisschen verändert haben. Aber wir werden in dieser Ausrichtung jetzt auf jeden Fall bleiben, weil das macht Spaß, das macht Bock und wir machen hohen Schaden und kriegen kaum Schaden. Also was gibt es denn Schöneres? Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt. Wenn ich 70 bin. Bis dahin, euch viel, viel Spaß mit Last Epoch. Wie gesagt, ich kann es wärmstens empfehlen. Ihr macht nichts falsch. Wenn ihr in-game, im Spiel, im Online-Spiel mit mir spielen wollt, dann findet ihr meine Steam-ID auf meinem YouTube-Kanal. Ihr könnt mir entsprechend eine Freundschaftsanfrage schicken. Werdet dann ja natürlich auch benachrichtigt, wenn ich in Last Epoch drin bin. Und dann können wir zusammen zocken, wenn ihr wollt. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, euch alles Gute, bis zum nächsten Video und macht's gut. Ciao.